So, meine Freunde, erstmal willkommen zurück zu Yana Production. Und hier ist Ruby. Und wir spielen Genshin Impact Part. Puh, 126. Wird schon immer schwerer, mit den Parts mitzuhalten. Aber zuerst wie immer unsere schönen Ausrufezeichen wegmachen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Und sonst war nichts. Ein Hauch von nichts. Ich glaube, wir können demnächst 5 neue kaufen. Wo sind die schönen Dinger? Da. In 3 Tagen. Dieses Wochenende. Jeweils 5 neue von beiden. Sehr, sehr schön. So. Nehmen doch ein paar Pilze mit, wenn wir schon hier sind. Heute müssen auch die ganzen anderen Sachen wieder gespawnt sein. Wie? Haben wir was bekommen? Nee. Für unsere schönen Leute. Sie ist, kann 80 werden. Die muss noch aufgestiegen werden. Ja. Aber ich glaube, so viele sind es nicht. Aber die Frage ist, was machen wir heute? Was machen wir heute? Wir müssen auch mal die hier anfangen, ne? Sollen wir? Von rechts nach links? Und von hier ist nach links nach rechts? Von links nach rechts? Keine Ahnung, warum die es einmal so rum gemacht haben. Fangen wir mit Bennett an? Oder machen wir Barbara? Wen habe ich Bock? Auf wen habe ich Bock? Beide war ganz cool. Sayo war, glaube ich, damals auch ganz lustig. Noelle, Barbara. Oh, Barbara und Noelle. Noelle hatte sogar 2 bekommen, ne? Mach mal. Noelle. Ereignis starten. Don't we have a job to do? Hello, Noelle. Ausbildung zum Markt. Geh Richtung Mondstadt. Ich bin da. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Bitte hetzt mich nicht. Plakat des Geschäfts. Taverne zum Katzenschwanz hat neue Ware erhalten. Jona hat heute Schicht. Ist es ein Zeichen zu sagen, kommt alle her. Es gibt so viel. Da war noch ein Pilz. Zack. Auch nix. Krass. Komm schon. Du schaffst es rüber. Ja. Easy. Da steht sie ja. Noelle. The honorary knight. Hello. Seems like someone's calling you. Let's go check it out. Soll man? Kennst du mich nicht? Die schöne Noelle. I finally get to meet you, honorary knight. Hello. I'm Noelle, a maid of the Knights of Favonius. Beim Orden Favonius gibt es Mägde? Ist das das Gewand einer Rittermagd? Frag mal unten. Oh, apologies. I've yet to officially join the Knights. Hab ich dich verärgert? As a maid, and in order to be worthy of this armor, I'm currently undergoing the Knights of Favonius chivalric training. Ritterausbildung? Yes,
I haven't passed the selection trials yet, but I've been asking senior knights for advice on how to become a true knight of Favonius. I asked Amber how to make a Baron Bunny. Oh, and Kaya's been keeping me busy with various small tasks. Der nutzt dich nur aus. I even asked the Spark Knight to pass on her experiences, although Master Jean grounded us shortly after. Funkenritter ist damit Ding gemeint. Wie heißt die Kleine? Klee? Du scheinst dir viel Mühe zu geben. Actually, I have always wanted to receive guidance from the Honorary Knight. Kein Problem. I was worried that it might be too presumptuous to ask. Aber. I've seen you on the streets of Mondstadt occasionally, but I've always been too busy to disturb you. I just finished today's cleaning for the knights and was about to start my training when I saw you. I... Oh, if it's not too much trouble, could I ask you for some guidance on my chivalric training? Natürlich. Dich zwingt keiner dazu, Ritterin zu werden, weißt du? Na klar, wo sollen wir anfangen? I'd like to get your opinion on something as a senior knight. Natürlich. I've been keeping up with my maidly duties and knightly exercises. But training progress has been a little slow. Pflichten als Magd? Ritterliche Übungen? You know, just basic strength and endurance training. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats. Die will der nächste One-Punch-Man werden. Oder hier One-Punch-Woman, hä? And running 2 laps around Mondstadt as a morning routine. Eieiei. I'm actually incredibly busy every day. It's just that I always feel like something's missing. Was dir fehlt, ist Stärke. Was dir fehlt, ist Ruhe. Aber sie ist schon stark. Sie sagt sogar, was sie für übelstes Training macht und es aushält. Was dir fehlt, ist Ruhe, sag ich. Rest, but... Oh, I've still got so much work to do. Besides, I'm still not skilled enough. Any free time that I get should be spent training. If I want to become a real knight soon, I have to continue to put in more effort than the others. Ein wahrer Ritter braucht auch mal genügend Ruhe. But time is precious. If I rest, I'll feel guilty. Nur wenn du dich ab und zu ausruhst, kannst du im Training deine Fähigkeiten voll ausreizen. Wer immer zu beschäftigt ist, verliert seinen Fortschritt und seine Ziele aus den Augen. Nimm das Erste. Oh, I really hadn't thought about that. Resting for the sake of training. Oh, so that's why Miss Lisa always has afternoon tea in the library. I get it now. In Lisas Fall handelt es sich vermutlich eher um Ausruhen, um des Ausruhens willen. Apropos Tee, trinken wir welchen? Oh, okay. Gehen wir jetzt auf ein Tee-Date. Yes. Are there any particular snacks you like? I can get started with... Oh. No need? I should take a break? Yep. Oh, okay then. In that case, let's head to Good Hunter and have a look. Gehen wir zum Good Hunter. Yay! Oh, hier ist was. Die Kiste nehmen wir doch mit. Ich kenne da nix. Da ist sogar ein Aussichtspunkt, sehe ich gerade. Wunderschön. So. Gleich noch eine Kiste. Ist sie noch höher? Nee, jetzt bin ich zu hoch. Jetzt. Ah! Schau mal einer an. Hab ich überhaupt noch einen? Nope. Aber direkt markieren.
Warte, ich muss zoomen. Zoom, zoom, zoom. Jetzt komm. Geht doch. Ich will nicht so weit weg machen. Sonst suche ich den wie blöde. Boom. Komm her, jetzt zwei Nervensägen. Wenn nochmal zwei. Boom. Geht doch. Zum Good Hunter, oder wie hieß das Ding? Sag mal, hello. Was ist denn los? Schüchtern? Yes. I've been over to him several times today already. But no matter how hard I try to make conversation, he just focuses on a stall and ignores me completely. Noelle, everyone in Mondstadt thinks you're really cute. Ja. A beauty. You must be really popular, right? Can you help me out? Of course. It's a maid's responsibility to help the residents of Mondstadt. It's just, I don't have any experience in this area. Da komme ich ins Spiel. Even Noelle can't help me. Well, please, don't worry. Oh, we also have the honorary knight here. Honorary knight, can you help me? Wollten wir nicht eine Pause einlegen? Ich werde mein Bestes geben. Wollten wir nicht eine Pause einlegen? I'm so sorry. But as a maid of Favonius, I can't stand idly by when people are in need. I'll do some serious planning and make sure we can have a day off together another time. Selbst eine Pause erfordert Planung. Indeed. But today, can you help me come up with a solution? Nun, sie steht direkt vor mir. Thank you. Sehen wir uns zuerst die Lage an. B said that Quinn always seems busy and ignores everything she says. But I know that she's often looking for small talk with Quinn. Vielleicht hat Quinn wegen der ständigen Plaudereien den Eindruck, dass Bay ihm nichts Wichtiges zu sagen hat. That's a possibility. In other words, we just need to make Quinn realize that this time is different. For example, by sending him a little gift. Even Quinn would notice the difference a gift would bring. But what kind of gift? Ist nicht so wichtig. Der Gedanke zählt. Geschenke geben die Absicht preis. Wir sollten weise wählen. That's what I think. Everyone has their preferences. So it's important to choose the right gift if you want to get through to them. If it were me, I'd want roses. Oh. As for you, honorary knight, I bet you like handmade things. Rose und handgemacht, das klingt beides gut. Aber was würde Quinn gefallen? Rosen und handgemacht, das klingt beides gut. Yes, I just wanted to try thinking from a different perspective. Quinn, what kind of gift would he like? If I remember correctly, isn't Quinn one of the four drunkards of Mondstadt? Fängt schon mal gut an. Perhaps something wine-related would do, but what? Löwenzahn-Schnaps. Well,
Simply thinking about it isn't really helping. Let's go to Marjorie's store and see what's available. Marjorie. I need your help, Marjorie. Welcome to With Wind Comes Glory. Well, if it isn't Noelle and the honorary knight. Hello. And what wind brought the two of you together? I barely ever see Noelle in someone else's company. Fast nie? Well, when Noelle's working, she practically always takes care of things by herself. Die Arme. And once she's finished with A, it's straight off to take care of B. Seems she hardly has time to catch her breath. Say, Noelle, you're not a child anymore, you know? If you don't take time out for yourself, you may come to regret it in the future. So sieht's aus. I decided to take a break today. Was machen wir gerade? But something came up. Oh? So it's a day off with the honorary knight? Yes. Oh, how wonderful! That's something to celebrate. You must be here to pick out a gift for the honorary knight. Choose anything you like. We have a lot that might tickle your fancy. Eigentlich suchen wir ein Geschenk für jemand anderen. Eigentlich will ich ein Geschenk für Noelle kaufen. Auch ohne Geschenk sollte dieser Tag gefeiert werden. Eigentlich will ich ein Geschenk für Noelle kaufen. Oh, well, it doesn't matter who's sending what to who. You can't get without giving. Stop teasing. Niemals. Me and the honorary knight don't have that kind of relationship. Doch. Not yet. Du scheinst ein Händchen für solche Dinge zu haben, Marjorie. I guess. After all, Noelle here is the type that needs a push every now and again. But looks like she's still in the dark when it comes to these things. I just feel I shouldn't let such things distract me from my chivalric training. Noelle, ein bisschen Spaß darf man schon haben. Yes, there are too many important things to take care of. Vor allem mit deinen Seelenverwandten wie ich. Okay, okay, no more teasing. So, what is the reason for this visit? Folgendes ist geschehen. So, you're choosing a gift for B to give to Quinn. In that case, I have a couple of fun new things in stock. A frostening bottle and a squirrel wood carving. The frostening bottle is very useful to keep alcohol cold and fresh for a long time. Das hört sich gut an. As for the squirrel wood carving, well, it's a nice ornament, and it would look great at Quinn's stall. So, bottle or ornament? Which will it be? Er ist ein Säufer, da wäre die Kühlflasche nicht schlecht, aber... Wir wollen, dass die Frau nicht hier in einen Trunkenbold reingeht, soll ihm normale Sachen kaufen. I'm a little worried that Quinn might just throw a wood carving in a drawer and forget about it. Er ist ein Säufer. Warum geben wir dem Säufer noch mehr Alkohol? To be on the safe side, how about we give him the frostening bottle? Dann machen wir. As one of the four drunkards, he's sure to love it. Ihr hebt doch die Besoffenen alle nach oben hier. Katastrophe. So frostening bottle it is? Alrighty, let me wrap it up for you. Dann machen wir's halt, mein Gott. Dafür habe ich ein Leben verloren. Okay, now that the gift is wrapped, let's hurry back and give it to B. Huh? Give the frostening bottle to Quinn? It does look like something that he'd be interested in. Wait. Maybe I can use the gift as bait. I could say that if he wants to get the gift, then he'll have to come on a date with me first. Thank you both so much. With this gift, there's no way Quinn will be able to refuse me. Uh-huh. Is that how gifts work? Nicht ganz. Well, as long as it helps. Oh no! What's wrong? The gift? Is there something wrong with the gift? No, it's not the gift. I've been so focused on convincing Quinn, I hadn't even thought about where our date's gonna be. Wirklich? I've never gotten to that stage. Noelle, could you help me? A date should be properly planned. So I'll wait. No need to rush. Just leave it to me. A date.
We'll need a place with pleasant scenery and a quiet atmosphere. Let's look around. If we see anywhere good, let's take a picture and let B have the final say. Oh, there's a beautiful and touching tale about Cape Oath. Maybe that would be a good spot. Hört sich gut an. Wo ist der? Da unten? Oh. An der Klippe. Mit schönem Ausblick. Dankeschön. Nochmal. Wie? Eia. Zuck, zuck, zuck. Also die Kinge ist schon schnell. Und zockt einiges ab. Ich habe noch 20 Level vor mir. Und die Waffe habe ich auch noch nicht gestärkt. Also die könnte echt gut werden. Meine Kicking. Ah, shit. Muss ich wieder zurückwechseln hier? Mal ein kurzes Vergnügen, ja? Dankeschön. So. Was haben wir hier Schönes? Alles Kieferzapfen und weiß was ich. Oh, you can see Falcon Coast from here. Such a beautiful view. Let's find a good angle and take a picture. Wunderschön. Let's head to Star Snatch Cliff next. Star Snatch Cliff, another beautiful location, and so elevated. This place is super famous for its nightscape. Genau auf die andere Seite. Und genau eine Kiste. Nehmen wir gleich mit. Vielen Dank. Für den Free Stuff hier. Muss ich gucken. Da haben wir es ja schon. Steht hier einfach gechillt rum. Jetzt nichts mehr. Nothing anymore. So, jetzt müssen wir da hoch. Muss ich gucken, wie es am besten da hoch geht. Eieiei. Ein bisschen vorsichtiger und nicht so schnell hier hoch. Aber es müsste locker jetzt klappen, locker. Eieiei. Easy. Ja, ich muss sogar da hoch. Sehr schön. Ich sehe es von hier, perfekt. Mit Schweinchen. Ich dachte gerade, ich muss ein Schwein jagen. Komm her. Ihr drei. Pflaumen geht ruckzuck. Sag ich doch. Brauche ich nicht mal Anstrengung hier. So, da haben wir jetzt auch 4 Stück davon. Sehr schön. Nichts mehr. Schade.
Wunderschön. Nehmen wir alle mit. Die sind hier drin so schwer zu sehen, ey. Da sind noch welche. Da hinten ist noch eine, okay. Aber das war's, wie es aussieht. I know. Let's get a picture from the top. Wunderschön. Jetzt haben wir fast alle. Fehlen noch drei Stück. Nahida zweite, Yomir zweite und Saino zweite. Erstmal 19 bis 24 Uhr. Das war falsch. Scusi. Und jetzt? So, nee. Vielleicht in die Richtung? Geklappt? Yes. Now, one more option should do it. Oh, let's go to Windrise. Oh, Marvin. Die zwei Liebenden hier. Wer bist du? Euch zwei habe ich gar nicht gesehen. Schaff. Seltener schwarzer Hund. Was ist? Was machst du da? Meister Goff bezahlt mich, um seinen Sohn zu beschützen. Und er bezahlt mich, das vor seinem alten Mann geheim zu halten. Um doppelt bezahlt zu werden, muss ich nur den Mund halten. Schau sie dir an. Tun so verliebt, während ich hier bin und zu sehe junge Leute heutzutage kein Gefühl von Scham. Warte eine Sekunde, gib ihnen die das eine Nervenkitzel, dass ich sie beobachte. Ich ertrage das nicht. Ist sie langweilig? Natürlich. Nachdem du die Monster verjagt hast, habe ich absolut nichts zu tun. Vorhin hat mich der junge Meister gebeten, ihm beim Blumenpflücken zu helfen. Aber er und diese junge Dame haben sich sofort wie Turteltauben benommen. Wofür brauchen sie überhaupt Blumen? Ich vermute, der junge Meister hat das Ganze schon vergessen. Willst du sie? Wenn ja, nimm sie dir einfach. Ich brauche sie eh nicht. Dankeschön. Nehme ich gerne die 5 Stück. So. Windstieg als nächstes. Mach mal. Look over there. The Windrise Tree. Symbol of the great hero Vanessa. You're pretty excited, huh, Noelle? Sorry. Where were we? Nice! The scenery here is pretty good, too. Small rivers and soft shadows under the trees. Let's get a picture. Jetzt muss ich schauen. Perfekt. Baum, Fluss, alles drin. That should do it. Let's get back to B. Natürlich. Die Faule. Am besten will sie gar nichts machen, einfach nur dastehen und alles in den Popo reingeschoben bekommen. Ad Astra. Thank you for comp. Danke. So. Haben wir eigentlich schon? 4-8 erledigt. Wunderschön. 30 sicher. Oh, you guys are back. What romantic locations did you find? Windstieg, Sterngreifgipfel, Gelöbniskap. Ich würde Sterngreifklippe sagen. Wait, aren't there people here already? Jetzt hol dich doch rum. I don't wanna
other people ruining the atmosphere while we're on the date. Let's look at another place. How about Windrise? Ooh. May your love be as free as a dandelion. Windrise? That's a great location, but isn't it a bit cliché? Ey, nervst mich jetzt schon wieder? Wir machen hier alles für dich. Huh? Cliché? Well, old folks are always going on about something symbolic about that place. Besides, we've been there so many times when we were young. It just feels like there's nothing special or new about it. Wie kannst du was sagen? Meiner Noelle gefällt es, wie es aussieht. Oh. Okay. I'm going with Kaboth. Thanks so much. I'm off to find Quinn. Quinn, I wonder what kind of oath he'll make to me. Er wird besoffen sein. Hast verdient. Is Windrise no longer popular? But the book said that it was the most popular place in Mondstadt. Wann wurde das Buch verfasst? I'm not sure. I found it while cleaning a corner of the library. It was the story of Windrise and Lady Vanessa. I thought folks in Mondstadt would still like to go there. Keine Sorge, mir gefällt es. Würdest du mit mir dorthin gehen? Huh? You wanna go to Windrise? Das wird unsere letzte Pause des Tages. Okay, follow me. Let's go. Für meine Noelle mache ich doch alles. Komme. Wo ist sie? Die Gute. Da kann man zwei mitnehmen. Da ist noch einer. Beautiful. The air here really refreshes you in an instant. Forget about training and work. Just breathe and feel the wind. Nothing else. Du kannst jederzeit hierher kommen, weißt du? That's true. But training and work are still the things I need to focus on. If I didn't take them seriously, I wouldn't be a reliable maid. Ist das nicht ermüdend? Das ist also die Verantwortung, die du dir auferlegst. Put it this way. Lady Vanessa and Master Jean, the responsibilities they carry, that they carried, those are the heaviest. Ja, das stimmt schon. I know I have a lot to live up to. That's why I want to become a real Knight of Favonius. To help more people. Du besitzt bereits die besten Eigenschaften einer Ritterin. Anderen zu helfen, die ist die größte ritterliche Tugend. Really? Thank you. If you weren't here today, I wouldn't have been able to help B. It's just a small token of appreciation, but I hope you'll accept it. Natürlich. Roses are my favorite flower. This is a paper one that I folded by hand. Weißt du, was Rosen bedeuten? Of course. In Mondstadt, roses represent the saying, as wine bottles are corked, so too my lips are sealed. I have seen and learned a lot during our time together. It will become a wonderful memory, one that I will savor again and again. I want it to remain in my heart and become a secret between the two of us. Ach, du Süße. Wait, do you mean that roses have some meaning that I don't know about? Vergiss es. Oh, I'll need to go back to the library and find out. Still, whatever a rose means, I hope that this one can stay by your side in all your future adventures. Für immer. Before I'm able to fight alongside you. Du machst es schon, wie eine Profi. Beschützt mich vor allem. Ist auch schön. Das gefällt mir, das Bild. Speichern wir. Ins Album rein. So. Was habe ich jetzt hier gemacht? Wo ist Noel? Da. Warte, wie ging es nochmal?
Erste, wunderschön. Jetzt schauen wir uns die an. Genau. Und wir sind unten gegangen. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir da hoch. Eine Atempause. Geh zum Hirschjäger und ruh dich kurz aus. Machen wir doch. Are there any particular snacks you like? I can get started with. Oh, no need? I should take a break? Oh, okay then. In that case, let's head to Good Hunter and have a look. Jetzt muss ich gucken, ich muss irgendwie einen anderen Weg einschlagen, ne? Is there something I can help you with? Quinn! He's ignoring me. Oh, take your time, no rush. I'm here. I. Das haben wir alles schon gemacht. Ah, gut, man kann überspringen die. Das ist sehr gut. Das unten haben wir gemacht. Ah, das ist sogar Haken. Das ist gut. Ist nicht so wichtig. Der Gedanke Are you zählt. sure? I still feel the choice of gift matters, no matter what kind of relationship two people share. Ich habe ein Herz verloren. But I don't have any experience in this area. I'm sure you're right. Then, if the gift doesn't matter, the choices are limitless. Oh, I can't decide. Do you have any ideas? Ein gegrillter Fischspieß sollte ausreichen. Will this really get his attention? Weiß ich nicht. Bereite eine Portion gegrillten Fischspieß vor. Achso, ich habe schon einen wahrscheinlich, gell? Oder da steht, ich soll mit ihr reden? How am I ever going to get Quinn to listen to me? Nehmen den Fischspieß. Mondstadt grilled fish? For Quinn? Yes. I have often said that I would bring him lunch. Would this really work? Natürlich. Well, since it's Noelle's recommendation, I'll give it a try. Mach das. Oh, I hope Quinn understands B's intentions. Ich hoffe auch. And I hope we were a help this time. Doch fürs Erste sollten wir sie nicht stören. Zeit für die Pause. Oh, apologies by the way. I said we would take a break and ended up bothering you instead. Oh, if you're peckish, just let me know. I can whip something up for you right away. Du legst eine Pause ein, oder? Oh, sorry. Old habits die hard. You know, I'm still a little worried about how B is doing. There's no stopping you once you're concerned about someone, huh? Come on then, let's see how she's doing. Ich bin gespannt. Was ist los? B? Oh, hi Noelle. So, did you get a date with Quinn? I barely want to talk about it. Was passiert? I hadn't even given him the Mondstadt grilled fish when he muttered something about not having an appetite and not wanting to eat. I can't force him to eat, can I? Doch, drück es in seinen Rachen rein. Looks like I'll just have to try to ask him out some other time. Na, die Arme. Hat die Liebe nicht geklappt. I must apologize. Noel, du hast nichts zu entschuldigen. Wir haben unser Bestes gegeben. Next time, I'll help you find a much better gift. No need. It should be me apologizing. I was worried and dumped everything on you. It's obvious, thinking about it now. Noelle can't be good at everything. Oh. Oh, die Arme, ey. It's okay. This isn't your fault. I don't blame you. I have to get going. Du Unfähige. Fragst schon Hilfe und dann sagst noch sowas, hä? Oh, please. Take care. Noelle. I'm fine. It's just...
I feel bad that I couldn't help B. Man kann sich unmöglich in allem auskennen, weißt du? You're not wrong. But if I give up so easily, then the next time someone needs help, I'll mess up again. I may not know much about this sort of thing, but at the very least, I should try to learn something about it. Ich bin bereit. Was sollen wir machen? I'm going to the Knights of Favonia's library. There must be some guidance there on the subject of love. The next time I encounter a situation like this, I'll be able to help. Let's go. Lesen wir was über Liebe. Can Noelle really handle a subject as big as love by herself? We should head to the library and see how she's doing. Hup. Rainer. Wo ist die Bibliothek? Da ist er ja. Meine Noelle. Was war das? Oh, ich habe die ganzen Bücher gar nicht geholt hier, hä? Doch, ich war doch schon mal hier, oder? Irgendwie so wenig Bücher gerade bekommen. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Since you've already noticed, I guess I can let you lend a hand. Ah, so that's how it works. When you meet the person who inspires your affections, you have to find a way to do things together with them. Das ist auch nicht schlecht, ja. Even if not old enough to drink, one should still learn to discuss the different qualities of wine. Einfach saufen. I see. So you need to know how to make yourself interesting, to draw people's attention. Was liest du da? Sorry. I didn't see you there. I was deep in concentration. I borrowed every book on love from the library that I could find. When I finished reading them, I'll finally be able to give decisive recommendations for next time. Even if it is me. Also, was für Bücher haben wir hier? Let's see. For example, Vera's Melancholy, Heart of Clear Springs. Well, all of them contain detailed records of the experience of love. As a maid, my experience leaves a lot to be desired. So I found the quickest way was to take examples from the classics. Ooh. There's also a guide to tavern chat and shortcuts to love. These are much more practical in nature. And of course, there are even books that focus on theories of love. And then there's this one. This book's about... Darf ich mal sehen? Oder was? No, nothing. This book... It's too early to read this book. Let's look at another one. You have to learn the basics first, after all. Aha, Kama Sutra? So this book is about... Huh? Same as that one? Guess this must be a pretty... common topic. Looks like I still have a lot to learn. Oh, lernen wir zusammen? Komm. So. Dann haben wir den Teil auch geschafft. The Beauty of it All. Ah, jetzt war ich zu weit. Zack, 21. Ja, jetzt müssen wir wieder von neu anfangen. Und eins der anderen beiden kriegen. Da haben wir alles. Work hard and live each day to the fullest. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? Hup.
Noel, Noel, ich komme. Natürlich. Ei, ei. Die Gespräche hatten wir alle schon. Überspringen. So, unten hatten wir, dann fangen wir doch oben an. Dich zwingt keiner dazu, Ritterin zu werden, weißt du? So, as a senior knight, this is your suggestion? But as a maid, I'm only authorized to deal with smaller tasks. The Knights of Favonius is the strongest shield that Mondstadt has. How can I defend the people if I'm only ever dealing with minor matters? That's why I've always wanted to become a real Knight of Favonius. To have the power to help more people. Eine Magd ist ebenfalls respektabel. Das würde ich gerne sein. Das würde ich gerne sein. Echt? Huh? You're joking, right? Ich erledige ständig Kleinigkeiten. I thought the honorary knight would only ever be busy with powerful enemies, like Storm Terror. Nur wer kleinere Aufgaben bewältigt, wird irgendwann stark genug, um es mit schmächtigeren Gegnern aufzunehmen. That is true. Come to think of it, whenever I see you in Mondstadt, you do always seem to be in a hurry. And the fact is, you're hurrying to help others. Geh zurück nach Mondstadt und sieh nach, ob dort jemand Hilfe braucht. Okay. Back to Mondstadt it is. Time for today's training to officially begin. Let's go. Oh, folgen. Perfekt. Bist dann ein anderer Teil. Sehr gut. Your point of view on these matters has truly been eye-opening for me. I have a lot to learn. Just like you said, from now on, I'm going to treat helping people with smaller tasks as a part of my training. Just thinking about it makes me feel more motivated than ever. She. Wow. Noelle's motivated, all right. She's got that give me a commission before I take them all vibe. Ja, aber ihr kann ich mir vorstellen, dass sie alle nimmt. Wo laufen wir gerade hin? Dauert ewig mit dir hier. Oh, someone! Anyone? Who's that? I need to help. Noelle! Oh, she's so fast. Let's catch up with her. Sprich mit Noelle. There, there. Take your time. Try and take a deep breath first. And finally, I was saved. Was passiert? Well, my name's Noelle. Don't worry, sir. Everything's all right. I'll be protecting you from now on. So, where are you from? I don't think we've met in Mondstadt before. Thanks. I'm not from Mondstadt. My name is Alois. I'm a traveling merchant. Komisch, wo ist deine Ware? I was on my way to Mondstadt to acquire some of the reputed local wines, so I could take them back to Lyra. Little did I know. Hm? Little did I know I'd run into savage monsters on the way. I mean, savage. They were twice my height. Bist sicher? I was so scared I ran all the way here, until I just couldn't run anymore. Thank goodness I found you and this, maid. It's okay, Mr. Alois. We're not far from Mondstadt. Although I'm just an ordinary maid, the small task of escorting a visitor to the city is certainly within my power. Let's go. Escort me to Mondstadt? Perfect. Let's go. But wait a moment. As a traveling merchant, you must have luggage and some goods. Siehst du, den Gedanken hatte ich auch. Don't worry. No matter the quantity, I'll carry them for you. Luggage? Goods? Der kommt mir verdächtig vor. Yes. I remember now. The savage monsters I encountered. That's when I lost them. Ich kann sie für dich zurückholen. No need. These monsters are ferocious. Three times my height. Vorhin hast du gesagt zwei. Oh, rest easy. This is Mondstadt's honorary knight. No monster is too ferocious for her. Honorary knight?
Then you're a member of the Knights of Favonius? Wo bist du diesen Monstern begegnet? I can't remember exactly. I was too busy running. Probably near that crossing in front of us, but I can't be sure. Oh, never mind. Bin bald zurück. Wait a minute. My chest. A sudden pain in my chest. It must be all that running. Let's look for those things a little bit later. Sehr verdächtig. Oh, chest pain? Here, I've got you. Hold my arms and lie down slowly. Now do your best to relax. I will examine you. I'm sorry. I must stay here to watch over our visitor. It looks like you'll need to handle the monsters. Oh, and please be careful. Ich mache mir mehr Sorgen um dich, Noel. Komm her. Gib mir Fleisch. Das gute Fleisch. Strange. No trace of any large monsters here. Dankeschön. Was kann ich versuchen abzuhauen hier? Ich mach kurz einen Prozess. So, jetzt wissen wir, irgendwas stimmt nicht, hä? Der Typ betrügt uns. Und die arme Noelle? Weh, die ist verletzt. Dann verletze ich den. Someone needs assistance. Back so soon. Ugh. A true senior knight. Did you see Mr. Aloise's luggage on the way? Keine Spur. Perhaps the monsters ate it? Didn't I tell you? It's dangerous. Oh, you're not hurt, are you? Das waren bloß ein paar Schleime. Die waren nicht doppelt so groß wie du. What I meant was, when they jumped, they were twice as tall as me. Dreimal oder zweimal? Why are you looking at me like that? Even if they were only slimes, I couldn't have fought them off. Oh, what can we do? If even the honorary knight can't find them? I'm just a traveling merchant. You never know what's gonna happen out here. Der kleine Betrüger. Oh well, looks like Mondstadt was never meant to be. Perhaps next time. I'm very sorry. In these circumstances, I must ask you to register the quantity and nature of your lost property with the Knights of Favonius. I know that the Knights will do their best to help you recover your goods. Ah. Was ist los? Wieso hast du Angst, hä? No. I couldn't possibly trouble the Knights of Favonius. This matter, it really is beneath them. On the contrary. It's the duty of the Knights to look after any visitors traveling to and from Mondstadt. As a maid, I must do my best in receiving and escorting such visitors. But then, perhaps there's something keeping you from going to the Knights? Mm-hmm. Jetzt wird's wärmer. No, absolutely nothing. Noel, können wir uns kurz unterhalten? Hm? Everything okay? Dieser Kerl kommt mir verdächtig vor. Actually, I noticed that too. But since we don't have any evidence of wrongdoing, he deserves the benefit of the doubt.
This gentleman was seeking help at the gates of Mondstadt, which makes him a guest of the city. Therefore, I must carry out my maidly duties. Das ist ein Argument. Thank you for understanding. Hey, what are you discussing? So, what's next? Oh, sorry to keep you waiting. We've talked it over, and we've decided to escort you back to Mondstadt. Bin gespannt. Die Kunst der Gastfreundschaft. Lass mich hier durch. Alle im Weg hier. Honorary Knight in Noel. Were you two out on a mission? Si. Wait. Who is this person behind you? My name is Alois. I'm a humble merchant. Ah, Mondstadt welcomes you, strange yet respectable traveler. Please state your identity and purpose. The Knights of Favonius are here to ensure your safety. I came to Mondstadt to import wines back to Lier. I see, but are you not carrying any luggage or goods? I also don't see your name among the wine merchants that Mondstadt regularly deals with. It's my first time visiting Mondstadt, but I expect to come back often. In that case, please show me the relevant documents issued by Liyue's Ministry of Civil Affairs. I need to verify your identity. Hat er nichts, eh? Huh? What on earth is the min... Oh, right. I put them in my luggage. Luggage? Oh, our apologies. This gentleman was just attacked by a monster and lost both his luggage and his goods. Eiskalte. Could you allow him to calm down a bit before we register him with the Knights? According to Article 10 of the Knights of Favonius Handbook, caution should be exercised with regard to unfamiliar visitors. Guter Artikel. But Article 2 of the Knights of Favonius Handbook also says that one must not offend our visitors, right? Well, in this situation... it seems the Knights of Favonius Handbook has a bit of an overlap. Ich passe auf ihn auf. Es wird nichts Schlimmes passieren. Überlass das Noelle. Sie kann sich darum kümmern. If Noelle is willing to vouch for him, then I can rest easy. Schließlich ist sie die zuverlässigste Magd in Mundstadt. I'm just doing my job. Du bist Maschine. Most reliable. I've got a ways to go, but I will try to live up to that. Ich passe ebenfalls well, auf. Then, I'm counting on you two to take care of this gentleman while he's in Mondstadt. So, you're a wine merchant? Well, you must have excellent wine knowledge. Would you like to rest a while at Angel's Share? It's our signature tavern. Such a warm welcome. How could I refuse? Ist er geschockt, hä? Dass die Leute so nett sind. Angel's Share. So this barrel must be full with Mondstadt's celebrated wine, right? If only it could be imitated. Kopiert? Oh, imported. That's the word. Sorry to keep you waiting. Drink up. This is a dandelion wine-based cocktail. I asked the bartender to add calla lily because it has a calming effect. Oh. I know you've been on the road for a long time, and cold drinks would be bad for your stomach. So I requested less ice. I hope it's to your liking. Calming. Is this what they give to all visitors in Mondstadt? Extra für dich. Ein Zeichen von Noels Gastfreundschaft. Okay, then. On another note, that drink's made me realize just how empty my stomach is. Oh, so you're hungry too. Oh, how terrible of me. If I'd realized... I would have saved some pancakes for you. Keine Sorge, gehen wir zum Hirschjäger. Oh, good idea. That sounds like a good place. Der gute Hirschjäger. Come in, take a seat.
smells incredible. So it's true. If you really want to sell Mondstadt wines, you can't do without Mondstadt dishes. So it's also maybe recipes will be easier to obtain than the brewing process. Herstellung? What I mean is, the dandelion wine brewing process is unique, difficult to imitate. That's why we merchants can buy with confidence. Where was I? Let's see. What's on the menu? So many dishes. Hard to decide. Can I help? Sure. What do you suggest? Well, do you prefer red meat? Or white? I like them both. The steaks here are cuts of freshly shipped Springvale boar. I'd recommend having it served medium to really bring out the natural sweetness of the meat. Oh, Sweet Madame is another specialty. Crispy skin and tender meat goes perfectly with wine. Jetzt krieg ich auch Hunger. However, those dishes alone aren't very healthy from a nutritional standpoint. I recommend a mushroom pizza and a satisfying salad, too, on the side. If that sounds okay, I'll place the order for you. This meal is on me, to make up for my inattentiveness. That's too generous of you. Please, enjoy. After all, it's your first meal here as a new visitor. And your last. I wouldn't want to give you the cold shoulder. Huh? My last. You give this meal to all new visitors, right? Extra für dich, ein Zeichen von Noels Gastfreundschaft. Okay then. Noel, was steht sonst noch auf dem Plan? How about with wind comes glory. For our final stop, I want to leave Mr. Aloise with something to commemorate his time here. So, that's the final stop, yes? Wait, what are we commemorating? The final destination. Oh, here's your order, Noelle. Thanks, Marjorie. Mr. Aloise, please accept this souvenir. Thanks. I will treasure this wood carving forever. Huh? Wait, what's on that? Is that the insignia of the Knights of Favonius? Uh-huh. I, Maid Noel, on behalf of Mondstadt and the Knights of Favonius, officially welcome you. Wait, Knights of Favonius? How can you be both a maid and a part of the Knights of Favonius? Sie ist eine zukünftige Ritterin des Orden Favonius. So this gift is also a... Ein Zeichen von Noels Gastfreundschaft. So, just a regular souvenir? I'm afraid this is all I had time for. However, I hope it leaves you with a lasting impression of your trip to Mondstadt. I really don't understand why you went to all this trouble. I don't have any goods or relevant documents. Plus, I don't exactly look like your everyday honest merchant. Even if there were nothing to suggest otherwise, surely it would have been better to take me straight to the Knights for investigation. Das würde Noel nie machen. Sie ist zu nett. And yet you still went to all this effort to prepare all this for me. Das macht unsere Noel gern. Didn't you wonder whether the savage monsters, the missing cargo, what if it were all lies? Why would I think that? I'm just doing what a maid of Favonius should do. Knights of Favonius Handbook Article 2. Do not exhibit suspicion or hostility towards visitors, no matter how suspicious they may seem. You are a visitor from far away. You should be welcomed by me and by Mondstadt. She. Even if there really is only a slight possibility that everything you say is true. Being attacked by savage monsters, losing goods and documents, isn't it times like these that people need help the most? Genau. And if I had failed to offer our hospitality on such an occasion, despite there being no evidence to back up your claims, well, that's not the way a maid of Favonius should behave. Hast du gut gesagt. I see. Well, thank you.
It's time for me to leave Mondstadt. Huh? Why the hurry? Fühlt sich schlecht, hä? We haven't recovered your lost property yet. No need. I just remembered where I left them. Somewhere far, far away. I'll be sure to keep a better eye on them next time. Perhaps when I'm a visitor worthy of your hospitality, I can return to Mondstadt. Ich bin gespannt. I'm not sure I fully understand what you mean. But if you think you can retrieve your lost property, that's great. Ihr beiden redet eindeutig aneinander vorbei. Aber zumindest scheint das Problem gelöst zu sein. What a short trip. But thank you for your care and hospitality. I've learned a lot. No problemo. Goodbye, Mondstadt. Goodbye, Maid of the Knights of Favonius. Ah, okay then. Goodbye. Mondstadt and I, Maid Noelle of the Knights of Favonius, will always welcome you when you return. Bye-bye. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. So. Das war Nummer 3, oder? Yep. Noch 3 Stück. Das war der obere. Oh. Wahrscheinlich müssen wir jetzt genau das Gegenteil sagen. Bisschen negativ. Mit ihm reden. Honorary Knight in the. Das hatten wir schon alles. So, you're a wine merchant? Oh, you must have excellent wine knowledge. Would you like to rest a while at Angel's Share? It's our signature tavern. Such a warm welcome. Angel's Share. So this barrel must be full with Mondstadt celebrate. Imported. Extra für dich? because you know I'm interested in Mondstadt wines? Du interessierst dich sehr dafür, oder? Yes. Just interested, mind you. On another note, that drink's made me realize just how empty my stomach is. Oh, so you're hungry too. Oh, how terrible of me. If I'd realized, I would have saved some pancakes for you. Ooh, good idea. That sounds like a good place. Ist aber der gleiche Ausgang, obwohl ich gleich das andere gedrückt habe. Muss ich vielleicht irgendwas anderes machen? Komisch. Smells incredible. Ja, das gleiche. Wahrscheinlich muss ich immer extra für dich sagen, dann macht er was anderes. Weil er sah dann so komisch aus, als kriegt er Angst, oder? Wait, genau. Is it really my last meal? Deine letzte Mahlzeit als neuer Besucher natürlich. Lass dir schmecken. Ah, so that's what it means. Well, then I better make the most of it. Wohin gehen wir nach dem Essen? How about with wind comes glory? For our final stop, I want to leave Mr. Aloise with something to commemorate his time here. So, that's the final stop, yes? Wait, what are we commemorating? Oh, here's your order, Noel. Extra für dich? So, it's a warning? Oh, I'm afraid this is all I had time for. However, I hope it leaves you with a lasting impression of your trip to Mondstadt. Now then, if you wouldn't mind accompanying me to the Knights of Favonius, the registration process only requires... No need. I remember where I lost my luggage. Oh. Well, then we should at least go and file a report with the Knights. Okay, ist negativ. Jetzt will er abhauen wahrscheinlich, oder? Nope, not necessary. Now that the danger's passed, I'll just head over and retrieve it. Huh? But what about the savage monsters? For your protection, I feel strongly that one of our knights should escort you there. Or perhaps it's a little too soon, but...
I'll escort you. Let's go. Nicht nötig. Oh, you want to escort him yourself? Well, that would certainly put my mind at rest. In that case, I'll report the situation to Swan. Let's meet back at the gates of the city a little later. Please take care of Mr. Alois. Okay, perfekt. Jetzt ein bisschen anders. Jetzt ist der Outcome a little bit different. Also Timmy. Immer der kleine Timmy. In Ordnung, nicht weiter. So, this is the end? Hier scheint niemand zu sein. This is a good spot? Wenn du es verstehst, muss nichts gesagt werden. Verstehst du es nicht? Sind Erklärungen sinnlos? Archons above. Oh, honorable knight, please have mercy. Forgive me. I'll confess to everything. I was planning to investigate Mondstadt's dandelion wine to see if I could find a way to imitate it. I didn't expect you to see right through it from the start. Please, I never actually did anything. It's attempted fraud at worst, right? Tell me it isn't punishable by death. Or is it because you have no intention to try me at all? Kurzen Prozess. Which explains why you didn't expose me in the city. You simply chose a location to kill me. Geh. Spare me, noble. What? Go? I can go? Really? Keine Betrügereien mehr gegen Monsters. Of course, with you and the maid around, who would dare? Bessere dich, dann kannst du Monster gerne wieder besuchen. Yes, sir. I understand. Goodbye, most honorable honorary knight. So, he really did have ulterior motives. Should we tell Noelle? Let's head back and see how she's doing first. Noelle, wo bist du? Da ist meine Hübsche. Ich bin schon da. Ah, you're back. Eh? Well, how come Mr. Alois isn't with you? Er ist gegangen. Left? Already? Left Mondstadt? And I didn't even get around to arranging his accommodations or introducing the wine merchants to him. Oh, I must have been negligent in some way. Did I leave him with a bad impression of Mondstadt? Why else would he have left without a farewell? Oh, I couldn't even handle the smallest of tasks. Er schmiedet seinen finsteren Plan, darum jagte ich ihn fort. Plot? So he was scheming the whole time? Yep. As expected. I'm still too naive. No. And that's why we have the honorary knight to rely on in times of trouble. How can I ever become a real knight of Favonius like this? Du warst einfach nur sehr nett. Meine gute Noelle. Naja, traurige. Werde ich auch traurig? Noel, sei nicht niedergeschlagen. Nochmal 20. Wunderschön. Jetzt muss ich irgendwie die Mitte schaffen, ne? Jetzt bin ich gespannt. Is that the honorary knight? Yes. Ich bin dein Spiegelbild. I finally get to meet you, honorary knight. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Eins wird jetzt umsonst sein, eins wird richtig sein. Machen wir mal, na klar. I'd like to get your opinion on something.
Was machen wir? Was dir fehlt, ist Stärke. Strength? But I think I'm pretty strong. After he got drunk, I carried Mr. Bruce back to the Knights of Favonia's headquarters myself. Oh. I also carried the library's new bookshelves over from Springvale. Nicht schlecht. Even Mr. Huffman said I'm strong. Kannst du es mir zeigen? Of course. Oh, however, even though it's only training, I can't raise my sword against the honorary knight. Oh, I've got it. Let's go to the training ground at the Knights of Favonia's headquarters. There should be some training dummies there. Perfekt, das muss der dritte Weg sein. Sehr schön. Haben wir das Richtige gewählt? Ich sage, oben habe ich keinen anderen Weg gesehen. Bei der oberen Option. Aber hier sieht es gut aus. Hier sieht es sehr gut aus sogar. Zack. Hi Noelle. Are you here for the training too? Du siehst aus wie Beatrice, die Verruchte. Oh, our honorary knight has come too. Hello. Hi, Ellen. I was just asking the honorary knight for training advice. They want to see my basic skills first. Do you still have spare training dummies here? Oh, Noelle's basic skills, huh? Then the normal dummies won't do. Doesn't matter how we set them up. There'll be nothing left by the time Noelle's done with them. Nichts übrig? It is Noelle, after all. Let me think. How should I arrange them? Ah, I've got it. One moment. Oha. This will work much better for Noelle. Wirklich? Ist das nicht zu schwer für sie? Could be a problem. There sure are a lot. Nicht wahr? Es sind bestimmt zu viele. It'll certainly require one heck of a cleanup. Machst du nur ums Putzen Sorgen oder wie? Is she planning to destroy them all in one go? Wie lange? She really got all of them. Nice. Whew. Finally, clean up over. Welch unglaubliche Stärke. You're too kind. Praise from the honorary knight is high praise indeed. Du bist eine Maschine. But sadly, I'm afraid that my strength is the only thing I truly am confident in. Every time I train and compete with the knights, I can't figure out how to use it. Even though I swing my blade with greater force than my opponent, I always seem to lose in the final moments. No matter how hard I train, I can never pass the selection trials. Oh, why? I just can't figure it out. Mangelt es dir vielleicht an echter Kampferfahrung? Real world fighting experience? Noelle, du warst immer als Magd in Mondstadt tätig, oder? Noelle, du verlässt Mondstadt fast nie für dein Training, oder? I guess that's true. After all, if I were to leave the city, I wouldn't be there when people needed me. But you're right. I haven't had much real world fighting experience. Where can I get some? Du könntest in Mondstadts Umgebung beginnen. Areas around Mondstadt. Slimes. Leave them to me. Zerlegen wir Schleime. Jetzt bin ich gespannt. Komm her. Someone needs assistance. Nervensägen. Perfekt. Immer schön drauf. Piece of cake. Noelle's got moves.
Haben wir kurz einen Prozess gemacht mit Schleimchen? Ist ja voll unmöglich. Wenigstens eingekillt, hä? That looked a bit tough for Noelle. Perhaps Dendro Slimes are her forte. Still, avoiding unfavorable battles is a big part of combat strategy. I see. Noted. Sehr schön. Ein bisschen Holz hier. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Zum nächsten Trainingsobjekt. Ganz da oben. Und ich kämpfe dagegen nervige Schleime. Da sind auch ein paar Steinchen. Easy. In 25 Sekunden? Das geht doch gar nicht. Meine Dame zockt nicht mal so viel ab. Komm runter! No, the eye of the storm is getting away. Zweimal gescheitert, hä? Too far up in the air. I couldn't get to it. If only Amber or Miss Lisa were here. No, I can't think like that. As a knight, I must rely on my own strength. An deiner Stelle wäre ich schon längst zu Amber oder Lisa gegangen. Huh? But... Weil die Macht des Einzelnen beschränkt ist, wurde der Orden Favonis überhaupt erst gegründet. Meinst du nicht? In einer einheitlichen Gruppe lässt sich die Stärke jedes Ritters besser nutzen. That makes sense. If only I'd fought together with you just now. The camaraderie and solidarity of its members form the backbone of the Knights of Favonius. Genau. So that's what Article 8 of the Knights of Favonius handbook really means. I never looked at it that way before. Noel, warum willst du nicht selbst dein letztes Training auf dem Ziel? You think I can choose a suitable target? Die Wahl eines passenden Gegners gehört ebenfalls zu deiner Ausbildung. Really? Let me think. Huh. I should avoid enemies that I find difficult and consider the power of teamwork. Ah, I've got it. Jetzt bin ich gespannt. I heard from Master Jean that there was a hilly trill camp nearby that often attacks traveling merchants. Even though driving away hilly trills is usually something for the knights, maybe this time I can do it. Dann nichts wie los. Great. You and me. Mach wirklich rein da. Mit Schmackes. Ich hab ja schon. Ich bin doch schon da. Geht doch. Hier so. Take the animal, Archon. Finally, I'm saved. Ich verstehe immer Animal.
Obwohl es an Nemo ist. And thanks to Noelle and the honorary knight too. If it hadn't been for you two, I can't imagine what would have happened. Zum Glück bist du unverletzt. You guys are here to save me, right? We were training nearby and happened to hear you calling my name. Luckily, we got here just in time. Wir waren ziemlich weit entfernt. Hast du Noelle aus der Entfernung wirklich erkannt? I think I wanted to say help or Barbados protect me or something to that effect. I didn't even realize that I'd called out Noelle's name instead. So oft hilft sie dir, hä? I guess in Mondstadt we're just so used to calling Noelle's name when we're in trouble. Ihr scheint von ihr ziemlich abhängig zu sein. It's fine. It's an honor to be able to help everyone. Not to mention, I might not have registered Henning's cry if that weren't the case. Still, good thing the hilly trolls we encountered weren't too fierce. Thankfully, I was able to handle them. Huh? Not too fierce? I was so scared I couldn't even move my legs. Diese hilly trolls waren alles andere als schwach. Really? I just did what I usually do. Deine Absicht war eine andere. Das war kein Training. Du wolltest andere beschützen. Ah, I guess so. I did have my mind set on not letting Henning get hurt. So if my intention is different, it can have a big effect on the outcome. Deine Stärke liegt darin, andere zu beschützen. You know, I think you're right. Whenever Noelle is helping us out, she's usually more powerful than in training. Das ist aber kein Grund, sich nur auf sie zu verlassen. absolutely, no more of that. In any case, I'm extremely grateful to you both. No problem. Merely fulfilling my duties as a maid of Favonius. So sieht's aus. Maid Noelle of the Knights of Favonius at your service. Beautiful. Noelle, unsere Beschützermeisterin. So, jetzt kommt der letzte Teil. Muss ich wieder Trainingsplatz machen? Sie? Geh zum Trainingsplatz. Machen wir doch. Jetzt bin ich gespannt. Why is Noelle? Is she planning to destroy them all in one boom, go? Boom, 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 boom. She really got all of them. Easy. Finally, clean up over. Welch unglaubliche Stärke. Oh, you're too kind. Das hatten wir alles schon. Du musst noch stärker werden. More strength? Yes. But of course. Oh, compared to the honorary knight who defeated Storm Terror, I don't have nearly enough strength. Please teach me, honorary knight, how do you normally train? Ich setze mein Schwert in ganz Taiwat für den Bergbau ein. Mining? You use your sword for mining? Yes. Oh, well then again, mining builds arm strength. And then there's the hiking between ore veins. Perhaps even a monster or two to fight along the way. Oh, so this is the honorary knight's training method, right? I must try it. Bereite dich gut vor. Bergbau ist nicht so leicht, wie es klingt. No problem. Leave it to me. Let's go. So we're really about to go mining? You two are something else. Ugh, fine. Let's go practice on some nearby outcrops. Let's go. Ein bisschen in die Richtung hier, ne? Ich sehe schon, sehr schön.
etwas schlecht. Falle ich hier einfach ab. Hey! Katastrophe. Gleich zwei, hä? Wunderschön. Einfach eine Ritterin. This is a rockfall prone area. You shouldn't be stopping here without good reason. We have a good reason. The best one. Minecraft style. Mine. I'll catch up. This is it. Let's clear up these outcrops. Nichts leichter als das. There are monsters nearby. Fighting monsters. That's just part of mining, right? Leave it to me. Hyman heard that rockfalls happen a lot around here. Keep your eyes open. Immer doch. Someone need. Gehen wir jetzt zum nächsten. Another monster? A miniature? Oh, looks like a tough opponent. I'll try to make this quick and easy. Noelle, slow down. Rockfalls can happen here. Sorry. Understood. Stay behind me. Let's move forward together. Easy. Rockfall? It's huge. Oh, did I cause this? Maybe. Could you? Coincidence? Huh? Wait, is that a knight of Favonius up ahead? Let's find out what's going on. Whoa, what a rockfall. Ah, Miss Belinda, is that you? Gosh, hello? Is that Noelle? And the honorary knight too? Hello? Are you hurt? Don't worry, I'm fine. I'd already passed through the rockfall zone on my patrol. There's actually been a lot of rockfalls here lately, but it's the first time I've seen one of such magnitude during my patrols. Wir haben eine Mate hier, die ist unbezahlbar. Did you guys see anything suspicious? Nicht im geringsten. Hmm. The more I think about it, surely nobody could be responsible for something of this scale. Doch. Regardless, this will be difficult to clear. There are ore veins rich in reserves here, all blocked behind the boulders. Did you say ore veins? Erzader? Yeah, I'll need to enlist some folks to clear this up quickly. Otherwise, how will we ever get to the ore? Erz? So, once the boulders are out of the way, mining can start up again? Natürlich. Precisely, but a rockfall of this magnitude needs reporting to the knights first. Leave it to me. I think I can handle this. Maschine. Huh? Easy. Look out! A Stoneheim Law Churl! Stoneheim Law Churl? This must be the culprit behind the recent rockfalls. I'll call for reinforcements. It's a lot bigger than me, but I should have the upper hand when it comes to strength. We'll be one step closer to mining once I've taken care of it. Leave it to me. Leave it to me. Geh doch down. Geht doch. That was intense. Finally, a chance to catch our breath. Noelle? One, two, three, four. Oh, still so many training targets. More enemies? Where?
Sieh mal die Brocken, ne? Das sind ihre Gegner. Die Besten der Besten. Beautiful. Job done. Die Trainingsziele waren also bloß Erzadern. Noel meinte es mit ihrer Stärke wirklich ernst. Are you guys okay? Noel, you're okay, right? Easy hat es gemacht. Oh, I'm okay. Though I must say, my shoulders are sorer than usual. Compared to my normal cleaning duties, that is. Lässt sich das mit den Putzarbeiten für den Ritter überhaupt vergleichen? I'm ashamed to admit that, even though we try and get Noel to take it easy. Every time we get back from somewhere, she somehow single-handedly managed to clean the entire Knights of Favonia's headquarters. Alter. All in a day's work for a maid of Favonia's. If I want to become a knight, I need to take all aspects of training seriously. So, honorary knight, the ore mining training? How did I do? Deine Stärke haut mich um. Really? So under your personal guidance I completed the training? Oh, what an honor. Next time, let's mine together. Natürlich. Für dich immer. Beautiful. Alle 6 geschafft. Wunderschön. So. Sehr, sehr sexy. Hä, so wenig? Ich hätte irgendwie gedacht, mehr. Hey, es gibt nur 60, stimmt. Die Errungenschaften geben noch mal ein bisschen was, ne? Genau, nochmal 25. Vielen Dank. Perfekt. Jetzt haben wir über 4,9, oder? Ah, 2 fehlen. Aber. Schön Urgestein gesammelt. Jetzt können wir noch kurz. Kicking haben wir, glaube ich, alles. 20 Stück. Da Xiang Yun können wir machen. Excuse. Den da. Komme. I must leave no stone unturned. Komm, gleich zerstören. Bum bum bum. Komm schon. Heilen wir. Komm runter. Voll geschieht. Jetzt aber komm. Hol rein da. Hab irgendwie mehr gedacht. Boom. Ich bin fast down. You can't run. Leave it all to me. Muss wieder heilen.
Come here. Geht doch. Hoffentlich nicht gleich drei. Das haben wir es heute schon geschafft mit ihr. Geht doch. Komm, 3, 3, 3, 3. Yes. So, muss laufen, nicht anders. Dann mal auch jetzt 12. Jetzt mal schauen, wie viele Jahre wir bekommen. Schauen wir doch gleich, wie viele Jahre wir bekommen. Hier war nichts. Doch da. Direkt hier unten. Sehr schön. Gleich Obst und Gemüse mitnehmen. Man weiß ja nie. Hätte ich den einfach übersehen oder wie? Katastrophe. Einfach ignorieren, hä? Auf dem anderen Ufer war auch immer noch ein paar, ne? Genau. Nichts. Easy. So. Und da hinten war auch immer noch eins, glaube ich. Genau. Eigentlich sogar zwei. Sehr, sehr geil. Und da war immer nur ein bisschen Reste. Ah, 4 Stück, Alter, willst du mich verarschen? Ja, wegen 4 Stück muss ich jetzt chillen hier. Ich habe gehofft, ich finde noch 4.
Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber ich bezweifle es. Keine Schildkröte. Someone needs assistance. Mega komisch. Genau, der hatte keinen auf dem Kinn. Ich habe auch nichts, glaube ich, ne? Puh. Ich würde so gern 4 Stück bekommen. Ist keine Schildkröte, ne? Ach, egal. Kriegen wir langsam hin, ne? Genau, Kollaps können wir abholen. Steady as. Komm her. Someone needs assistance. Heilen wir kurz. Zack, 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 zack. Easy. Good stuff. Aber ich nehme, glaube ich, jetzt nur die auf den Berg. Keine Lust, besser nach unten zu laufen. Ah, nochmal 4, sehr schön. Nehmen wir alles. So. Aber den auch nicht erwischt. Schade.
Ich dachte, hier wir stehen. Katastrophe. Aber jetzt machen wir erstmal unsere schöne Kanne. Kännchen, Kännchen an der Wand. Gib mir Urgestein. Aber pronto. Wunderschön. Jetzt bin ich gespannt. Kann ich es überhaupt hinstellen? Das gute Stück. Ja, ist sogar das letzte. Oh, Alter, das ist riesig. Das ist riesig. So steht alles drin. Ganzes Set hier ein bisschen verschieben, wenn es geht. Oh ja, nee, da. Ist das da hinten irgendwas nicht drin, oder? So. Wunderschön. Alles am Rand, aber der hier. Unser schöner Weingut. Kriege ich den woanders hingesetzt? Vielleicht hierhin. Und den. Perfekt. Alles knapp, aber drin. Wunderschön. Dann kommst du hierher. Erledigt. Wie kann man hier alles reinsetzen? Nur eine! Und habe ich die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ich habe das ganze Ding nur für eine gemacht. Ja, nur für Kujusara. Krass. Kujusara haben wir sogar. Sehr schön. At first glance, this camp seems organized along arbitrary lines. But on closer inspection, the underlying principles become clear. I would even say they are rather inspiring. Ooh. Was this an accidental achievement on your part? Or have you studied the art of war in great depth? Nicht wirklich. Either way, in accordance with established military convention,
Those who demonstrate outstanding capabilities ought to be rewarded. Schön. Danke. Jetzt muss ich mal rein. Mach ich mal innen ein bisschen weiter. Machen wir innen mal ein bisschen weiter. Lisa hat das schon mal aufgebaut. Ist das da? Ja, sieht so aus. Warte mal. Ja, das war das. Genau. Das kann man gleich so lassen, ne? Jean haben wir nicht, Fischl haben wir nicht, Mona haben wir nicht. Also, ich hatte da keinen einzigen davon, ne? Mit Bett. Die anderen sind alle neu. Da habe ich die wahrscheinlich auch irgendwo hingebaut, oder? Nur einmal. I'll catch up. Sonst sehe ich keine Blümchen. Nee, auch nicht. Dann habe ich es noch nicht gemacht. Okay. Kann man eigentlich auch ganz leicht so schauen sollen. Genau. Noelle, Eule und Barbara. So, jetzt können wir einen neuen herstellen, sehr schön. This realm. Das haben wir doch schon gemacht, oder? Haben wir schon. Haben wir auch schon. So. Fast alles, was fehlt. Was ist das? Birkenholz. 18 mal Birkenholz. Wunderschön. Warte, krieg mal hin. So, dass alles erledigt werden kann. Wäre langweilig, wenn nicht, ne? So, da haben wir es auch erledigt. 4-9 schon. Sehr schön. So, das haben wir schon gemacht. Das habe ich mir auch schon. Eine Pilzbestie können wir kurz wegballern. Die geht immer auch relativ schnell. Wo ist die? Da. Ohne Ranjit. Ich will dem sein Material. Hello. Leave it all. Yeah. Komm her.
schön abfackeln. Komm her. Kurz heilen. Komm. Geben wir ihm richtig. Nein. Judgment. Komm, er hat eine Nervensäge. Da. Nochmal. Wir schon heilen. Nein. Die wollen mich fertig machen. Jetzt aber. Letzte Amtshandlung hier. Für dich, Pilzbestie. War der Tod. Müssen wir uns mal mit der Böse, wieder bösewicht klingen, ne? Sehr geil. So. Geh mal kurz irgendwo heilen, da. Schön heilen, bitte. Beautiful. Beautiful. Ja, fehlen Pilze wie immer. Wie viel habe ich? Ein bisschen was. Ah, 951 geht voll okay. So. Die hat schon, die ist. Dann können wir hier ein bisschen hochstufen, wenn die noch was übrig haben. Ja, wenigstens ein Level. Wenigstens ein Level, ja. Genau, 71, 70, 60. So. Wir können noch. Ah, da fehlt das. Nicht so geil. Ja. Fehlt auch was. Katastrophe. Wer hat noch? Alter, da auch. Niemand kann hier aufsteigen, oder was? Auch nicht. Alter, Katastrophe. Katastrophe. So. Wieder ein bisschen Platz geschaffen. Angriff, Ritschaden, Aufladerate. Nochmal
Schaden, kritischer Elementarkunde auch. Und Verteidigung. Ja, die haben alle kritisch Schaden, aber LP. Elementarkunde, Angriff und kritischer Schaden, Aufladerate, Elementarkunde, Verteidigung. Oh, KT, aber auch Verteidigung, Verteidigung. Aber Angriff und KT, auch nicht schlecht. Der hat LP und den tausche ich für den Angriff und KT. Viel besser. Und physischer Schadenbonus. Heilungsbonus, Alter. Wo ist unser Dia? Wieso hast du den da? Habe ich falsch geschaut? Ah, Mist. Das ist Kelch. Gut, hat sie schon Level 16 hier. Auch Angriff und auch vor allem 14,8 Schaden. Nee, 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 der bleibt. Der bleibt. Kelch vielleicht gehört. Physischer Schadenbonus können wir nehmen. Der hat auch Angriff hier drin. Elementarkunde, LP. Der hier, LP, VTD. Nur kritischer Schaden, ne? Das ist das Schöne hier. Das haben wir hier nicht. Egal, nehme ich trotzdem den. Gefällt mir besser. Solange ich noch nichts von dem benutzt habe. So. Haben wir noch so schönes Ding hier. Das ist ein billiger Heilungsbonus, kein Mensch braucht. Den Angriff vielleicht. Das hat Kicking auch Angriff, dann lassen wir den bei ihr. LP. Hat noch KT drin, ne? Für ein Ding ist nicht schlecht für unsere. Alecchino. Können Sie den anziehen? Unsere Arlecchino. Wo war denn der? Das war das kein Helm. Ah, hier doch. Sehr schön. Aber. Haben wir Gold bekommen? Ah ja. Sogar Elementarkunde, sehr schön. Eieiei. Der hat fast gar nichts hier. Blume auch nicht.
Steht doch gar nichts. Helme sind fertig. Kelche sind. Ich habe noch 2 Kelche. 3 Kelche. Sieht aus wie 3 Kelche noch. Eine Feder. Aber Blumen habe ich keine mehr, ne. Also eine Feder und 3 Kelche noch zu verschenken. Jetzt nur noch 2 Kelche. So. Jetzt nur noch verstecken. Sehr schön. Angriff bekommen, auch nicht schlecht. Schön auf Level 8 erstmal machen. So, LP, okay. Leider kein KT hochgemacht. Das ist Xian Yun, oder? Ja. Wieder LP. Bei ihr ist Elementarkunde, wenn nicht schlecht. Ja. Nie was du für den Charakter willst. Immer irgendwas anderes. Direkt 4 Level. Wunderschön. VTD. Noch ey. Komm mir voll, jetzt wollen die das extra uns nur nerven, ne? Krieg Schaden bekommen, sehr schön. VTDA. LP. Hauptsache, wir werden genervt. Colli, können wir auch machen. Nur einer. Oh, alles Lieder, Alter. Yes, einfach weg damit. Oh, Verteidigung. Habe ich genug? Der einmal. Zwei. Drei. Heißt, es müssen noch dreimal der irgendwo schwirren? Oder wie? Ja, warte mal. Vielleicht hätte er auch irgendwo höhere Level. Ich glaube nicht, ne? Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. Was fehlt denn da? Hut, Blume, K,
Kelch. Sanduhr. Feder fehlt, ne? Ja, da. Die jute Feder. Zack. Also LPA. KT, nice. KT ist nice. KT ist sehr nice. So, der haben wir jetzt alle hier. Xian Yun hat gleich dreimal hier. Viermal, fünfmal. Keqing. Zwei, drei, vier, fünf. Und Collie 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Jetzt mache ich alle auf 12 langsam und dann immer weiter. Immer schön verteilen. VTD. Katastrophe. Elementarkunde ist immer schön. Für Xian Yun auf jeden Fall. LP. Die wollen mich fertig machen. Ich bin mir sicher. Das ist der einzige Grund. Einfach nur, um mich fertig zu machen. Zack. Nice, KT. Alter, das ist ein gutes Ding. Angriff. KT und Schaden, Alter. Das ist ein schönes Ding. Das ist ein schönes Ding. Faruzan? Nee. Braucht man nicht. Da verstecken wir auf 12. Schade, nur 3 Level. Beautiful. So. Wo ist schön Sumeru? Da hat Chimelot. Weil es war schon eine lange Folge. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von der NR Production. Und das war Genshin Impact Part 126. Ein hartes Stück Arbeit heute. Wir hatten ein schönes Date mit Weil. Kann man nur genießen. Und ansonsten, subscribe, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.